Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 16. Und zwar für die Handelstage von 15. bis 19.04.2019. Wir wollen uns wie gewohnt den Märkten DAX, S&P, US-Dollar und Gold widmen. Heute mal am Wochenende etwas später. Vergangene Handelswoche ist ja die Trading-Wochenanalyse komplett ausgefallen, weil ich ja auf der Invest in Stuttgart war. Diese Woche war ich dann noch im Urlaub, somit heute am Sonntag. Es ist jetzt bereits um 21.50 Uhr, also etwas später, aber nichtsdestotrotz, der Markt fängt nun mal erst morgen an und dann kann man natürlich auch die Wochenanalyse am Sonntagabend machen. Das wollen wir jetzt tun für die besagten Märkte. Nicht zu vergessen am Freitag und am Montag hier für den DAX, der da ja dann eben quasi Feiertag hat. Wir haben Ostern, wird hier kein Handel im DAX stattfinden, aber die US-Märkte haben offen und das werden wir uns natürlich auch gleich im Wirtschaftszahlenkalender nochmal anschauen. Bevor wir erstmal durchstarten mit allem, schauen wir auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, ja, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche, wie eben schon erwähnt. Allen voran haben wir am Freitag, Karfreitag, Ostermontag, am Montag, also ein verlängertes Wochenende, bedeutet, dass wir zwei verkürzte Handelswochen haben, die nicht selten dann auch durchaus etwas unvolatiler vonstatten gehen können. Wir haben ja sowieso aktuell eher gerade im DAX, wenn wir mal beim DAX bleiben, eine sehr unvolatile Handelsphase. Die Tagesschwankungen gehen grundsätzlich leicht zurück, hat auch so ein wenig damit zu tun, dass der Markt eben aufwärts tendierend ist und auch jetzt in diesen zwei verkürzten Handelswochen kann es eben sein, dass die Volatilität jetzt nicht nennenswert zunimmt. Das kann ein Kriterium sein. Ostern muss es aber natürlich nicht, aber wichtig ist, dass wir Freitag und Montag hier keinen Handel haben und ich auch für mich persönlich versuche dann eben übers Wochenende erst gar keine Position zu halten, auch wenn der US-Markt nur ein normales Wochenende hat. Blicken wir auf den Rest der Wirtschaftskennzahlen. Hier ist eigentlich von meiner Seite nichts, was so nennenswert extrem die Märkte bewegen sollte. Wir haben hier am Montag aus der Eurozone Bruttoinlandsprodukt um 11, ist für mich nicht ganz so wichtig. Am Dienstag um 11 Uhr wiederum um ZDW-Umfrage Konjunkturerwartungen, ist jetzt auch in meinen Augen nicht so extrem kriegsentscheidend. Wenn ich sage kriegsentscheidend, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Markt wirklich nennenswert sich bewegt auf diese Zahlen. Leichte Zuckungen hin und her sind mir eigentlich relativ egal. Ich schaue natürlich drauf auf die Uhrzeiten, aber ich erwarte jetzt eben keine riesen Marktmoves, die dann eben auch wirklich richtungsentscheidend für den Markt sind, denn das ist für mich wichtig, wenn ich auf Wirtschaftskennzahlen schaue. Mittwoch kommt hier erstmal für uns eigentlich gar nichts Nennenswertes und am Donnerstag dann nochmal hier der Einkaufsmanager-Index, verarbeitendes Gewerbe um 39 aus Deutschland, Eurozone Market PMI Gesamtindex, also ist jetzt nichts großartig Wichtiges und um 14.30 Uhr Controlling des Einzelhandels aus den USA. Ist jetzt auch in meinen Augen nicht so extrem wichtig. Das jetzt erstmal noch zu den Wirtschaftskennzahlen. Blicken wir nochmal ganz kurz auf die Analyse, beziehungsweise was euch unter der Analyse erwartet. Zum einen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin diesem Video hier einen Daumen nach oben gibt. Das freut mich natürlich hier als YouTuber, beziehungsweise als derjenige, der diese Analyse dann bereitstellt. Und ihr habt unter der Analyse die Möglichkeit, hier sind diese Märkte, über die ich jetzt gleich sprechen werde, aufgelistet. Dahinter eine Zeitangabe. Wenn ihr auf diese Zeit klickt, kommt ihr in der Analyse direkt zum entsprechenden Markt. Also wenn euch jetzt hier vielleicht der DAX und der S&P wenig interessieren, ihr wollt euch vielleicht den Euro-US-Dollar anschauen, dann klickt gerne hier dann auf die entsprechende Uhrzeit hinter dem Euro-US-Dollar und ihr landet in der Analyse direkt dann beim Euro-US-Dollar. Also das ist jetzt hier erstmal sehr, sehr interessant noch, wenn man sich jetzt hier gerade diese Analyse bei YouTube anschaut. Wir schauen als allererstes erstmal auf den DAX und ich habe mich heute entschieden, die meisten Märkte erstmal auf dem Tageschart mit euch zusammen zu starten, denn wir sind natürlich nach wie vor, wir hatten in der vergangenen Handelswoche in den Livestreams am Anfang der Handelswoche erstmal so vorsichtig den Konsolidierungsgedanken so ein bisschen im Hinterkopf, haben auch den einen oder anderen Shortversuch gewagt, haben auch auf der Abwärtsseite Geld verdienen können, haben sogar am Freitag auf der Abwärtsseite Geld verdient im S&P, wo der S&P ja dann doch erstmal nochmal fast auf den Wochenhochs schloss. Also grundsätzlich sind die Indizes weiterhin stark, aber der Kerngedanke, was wir nun eben in der vergangenen Handelswoche nicht besprechen konnten, weil ich eben ausnahmsweise mal die Trading-Wochenanalyse nicht online gestellt habe, der Kerngedanke war es, dass gegeben
gegebenenfalls der DAX sogar etwas stärker hier konsolidieren könnte. Es wäre auf jeden Fall grundsätzlich aus charttechnischer Sicht nichts Verkehrtes, wenn wir hier eben auch mal eine Konsolidierung bekommen, die etwas schärfer vonstatten geht. Und jetzt hier, wie diese Konsolidierung in den Bereich der alten Hochs rein, solch eine Konsolidierung hätte ich ganz gerne hier auch gesehen. Der Markt startete dann auch eben ein wenig die Bewegung nach unten, aber der 840er Bereich hier in der CFD-Indikation bremste den Markt aus und er zeigte zum Ende der Handelswoche wieder Stärke, was für uns dann auch wiederum bedeutete, wir mussten dann auch von den Gedanken wieder auf die Long-Seite switchen, weil wir gemerkt haben, der Markt will nicht abwärts, der Markt will aufwärts und sind dann eben hier auch auf der Long-Seite unterwegs gewesen und konnten dort Geld verdienen. Alles in allem aber muss ich dazu sagen, Euro-US-Dollar sowieso, DAX und auch S&P, der S&P hat eigentlich erst so richtig sich schön bewegt am Freitag, vorher seitwärts, der DAX war auch relativ unschön zu handeln und ich habe es dann erst wirklich zum Freitag geschafft, noch ein bisschen Volumen-Profit oder Profit für die Handelswoche rauszuarbeiten, weil die grundlegende Handelswoche für mich vom Handel her nicht ganz so rosig war, aufgrund dessen, dass sich hier eben die Konsolidierung im DAX nicht so ausprägte, wie ich es wollte, die Aufwärtsseite dann auch grundlegend schleppend war und der S&P, den schauen wir uns ja später an, der auch relativ seitwärts, unvolatil seitwärts tendierend unterwegs war. Also das war so abschließend der Kerngedanke für die vergangene Handelswoche und wir sehen es jetzt hier ja auf Bewegungshoch, auf Jahreshoch und wir sind stark geschlossen, das ist hier der Schlusskurs noch, auf dem Tagesschart sieht man das ja etwas weniger oder jetzt nicht ganz so genau. Warum zeige ich euch den Tagesschart, warum zeige ich euch den so unschön zusammengeschoben? Ich möchte ja nochmal so einen charttechnischen Bereich hervorheben, der für mich jetzt erstmal grundlegend natürlich sehr, sehr interessant ist, der eben auch in der Vergangenheit sehr, sehr interessant war. Dieses Widerstandsniveau, was jetzt eben auch am Wochenende oder im vergangenen Wochenende dazu führte, dass ich dachte, okay, dieser Bereich, der kann schon eben wirklich dazu führen, dass hier wenigstens diese Konsolidierung in dieser alten Hochs eben dann eben stattfinden. Was ist aber passiert? Wir sind durch diesen Bereich, den ich hier dreifach orange markiert habe, ein Widerstandsbereich, der vorher Unterstützungsbereich war, der dann eben, wenn es vorher Unterstützung war, eben in der Zukunft auch gerne eben Widerstand wird. Dieser hat jetzt kurzzeitig gehalten, wir sind jetzt aber, so wie es aussieht, erstmal oberhalb diesen Bereiches und somit ist es natürlich jetzt klar, wir sind auf einem Wochenhoch geschlossen, wir haben Stärke, wir haben einen Aufwärtsbereich, der S&P oder die US-Märkte sind grundsätzlich extrem stark, bedeutet natürlich auch für die kommende Handelswoche, dass wir uns erstmal wieder der Aufwärtsseite widmen sollten. Und hier eben dann eben schauen müssen, okay, wo sind denn jetzt hier die nächsten Kernwiderstandsbereiche, wo der Markt dann gegebenenfalls reinlaufen kann. Und da ist als allererstes hier diese Zone um die Marke 12.130 in etwa. Auch hier so ein paar Tiefpunkte, die in der Vergangenheit nicht ganz so unwichtig waren. Auch hier zwischen diesen Bewegungen ist der Markt in diesem Bereich nahezu exakt, denn natürlich hier sehr, sehr offensichtlich hier mal von der Unterseite gegengelaufen. Auch hier kam er kurz mal zum Stehen, beziehungsweise ist er von der Unterseite nochmal gegengelaufen. Also diese 130 sind durchaus realistisch zu erreichen. Klar, bei den aktuellen Wochenschwankungen ist das denkbar. Und der nächste, erstmal auf Tageschart zu erkennende Bereich, der kommt so ein bisschen noch weiter aus der Vergangenheit, wäre so in etwa ganz knapp unter 300. Das reicht, denke ich, auch für den großen Blick, also dass der Markt hier gegebenenfalls die Aufwärtsseite weiter vollzieht in Richtung 130, in Richtung 280, 285. Das sind hier so die nächsten Kernwiderstände, mit denen ich eben auf der Aufwärtsseite erstmal arbeiten werde. Und das merken wir uns. Wir merken uns, wir sind jetzt hier oberhalb eines wichtigen Bereiches. Wir merken uns auch, dass der Markt natürlich jetzt auch dann eben einen kleinen Rücksetzer nochmal irgendwie vollziehen kann, um dann eben weiter der Aufwärtsseite zu folgen. Das wäre natürlich jetzt auch nicht so schlimm. Und wir merken uns auch für das Bild, was wir uns gleich kleiner anschauen im DAX, dass hier dieses Vorwochentief, der Bereich um die Marke 840, der Bereich, der die vergangene Handelswoche oder in der vergangenen Handelswoche hielt, dass dieser für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig sein wird, denn wenn wir da doch nochmal drunter kommen, dann wäre es denkbar, dass doch diese Konsolidierungsphase eintritt oder dann vielleicht sogar ein Trendwechsel, je nachdem, was der hier oben vorher noch fabriziert, dass es dann vielleicht sogar sein kann, dass die Schwäche hier etwas stärker läuft. Erstmal natürlich dann hier so diese Hochs um die Marke, das ist in etwa 700, glaube ich, so Pi mal Daumen 700, 720, weiß ich jetzt gar nicht genau, können wir gleich nochmal schauen, dass wir erstmal dann hier runterbrechen können, 840 in Richtung 720 Pi mal Daumen, ja. Aber je nachdem, wie der Markt sich dann hält, dann kann es auch sein, dass wir vielleicht doch noch etwas stärker, noch mehr konsolidieren. Aber das soll erstmal gar nicht der Fokus sein, aber das ist jetzt der Blick eben vom Tagesschart erstmal angefangen. Wir gehen
auf den 4-Stunden-Chart runter und sehen ja hier vorletzte Handelswoche wirklich sehr, sehr stark auf der Oberseite. Ja, also da war ja wirklich jeder Tag quasi grün. Das war die vorletzte Handelswoche. Dann kam eben das letzte Wochenende. Dann kam diese leichte Konsolidierung in 840 und dann hier eben erneut diese starke Bewegung. Und wir haben hier annähernd auf Jahreshoch bzw. auf Wochenhoch quasi dann eben schließen können. Also starke Zeichen. Und wir müssen uns jetzt einen Bereich noch raussuchen, der für mich grundsätzlich richtungsentscheidend ist. Neben dieser 840, ja, der jetzt hier natürlich dieses Vorwochentief darstellt. Und ich sag mal, grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir waren in der vergangenen Handelswoche im DAX sehr, sehr unvolatil. Das sieht man nicht nur in der Trendbewegung oder in der generellen Bewegung, dass natürlich die Vorwoche eine viel, viel volatilere Handelswoche darstellte, als eben die letzte, also in der vorletzten Handelswoche war es sehr, sehr volatiler, eben diese Bewegung nach oben, als in der letzten Handelswoche, wo es hier so diese Konsolidierung Schrägstrich Seitwärtsphase mehr oder weniger stattfand. Ja? Und wir sind also in einem Terrain mit wirklich geringen Volatilitäten. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, okay, alles, was oberhalb von 840 ist, könnte weiter von der Long-Seite aus betrachtet werden. Ich würde jetzt hier aber mir noch einen Bereich raussuchen, der etwas enger liegt, um eben hier wirklich dann da drüber klar der Aufwärtsseite zu folgen. Und sollte der Markt unter einen wichtigen Bereich rutschen, und der ist sehr, sehr eng, das ist so ganz knapp unter 950, ja. Dafür müsste er wieder dann unter die 12.000 kommen, da müsste der Markt unter die 950 rutschen. Und wenn er das tut, dann würde ich hier vielleicht dann auch schon mal schauen, dass man vorsichtig anfängt, in Richtung dieser Vorwochentiefs zu handeln auf der Short-Seite, beziehungsweise wer eben defensiv unterwegs ist, der macht dann in etwa zwischen 940 und in etwa 840 einfach nichts, lässt den Markt in diesem Bereich Markt sein, kann sein, dass wir da eine Seitwärtsschiebezone ausbauen, und wenn dann der DAX unter 840 kommt, dann eben wieder so ein bisschen auf die Tube drücken für die Abwärtsseite, weil dann kann sein eben, dass der Markt etwas mehr, etwas stärker konsolidiert. Und das gehen wir jetzt auf den Tageschart uns nochmal anschauen und zeichnen dann eben auch nochmal so die Gedanken für die kommende Handelswoche ein. Ich schiebe das mal so ein bisschen zusammen. Wir wissen ja jetzt, welche Bereiche wichtig sind. Wir wissen auch, dass in der vergangenen Handelswoche der Bereich um die Marke 950 bzw. eben knapp darunter ein sehr, sehr wichtiger Bereich war. Ja, der hat eben wirklich eine ganze lange Zeit, ganz kurz schnallte der Markt auch mal über diese 950, aber grundsätzlich hielt dieser Bereich um die Marke 950 eine ganze Zeit lang den Markt quasi unter der 12.000, und dann kam eben zum Ende der Handelswoche der saubere Switch über diesen Bereich. Somit ist diese Zone hier 950 bzw. knapp darunter. Das ist so der für mich richtungsentscheidende Bereich. Solange der DAX da drüber bleibt, ist alles klar weiter long. Ja, leichte Konsolidierungen idealerweise vielleicht sogar in diesen Bereich nochmal rein, wäre hier interessant für die Long-Seite. Ich muss es mir am Montag dann mal anschauen, wie sich der Markt anfängt zu verhalten, ob ich vielleicht sogar mit aggressiveren Setups arbeite, bedeutet, dass ich vielleicht auch Opening Range Breakout auf der Oberseite versuche oder eben Konsolidierungen, die nicht ganz so scharf ausfallen, vielleicht dann auch schon für Käufe zu nutzen, vielleicht dann eben nochmals hier in dieses Unterstützungsniveau um die Marke oder ganz knapp unter 12.000, so in etwa 11.980, 11.975, ja, was dann eben auch am Nachmittag, am Freitag hielt, dass man so einen leichten Mini-Rücksetzer hier nochmal nutzt für Käufe. Das muss ich mir natürlich dann anschauen. Wie kommt der Markt rein? Wie stark sind in dem Moment die US-Märkte, um dann hier zu entscheiden, ob defensiv oder aggressiv zu kaufen? Aber grundsätzlich ist eben oberhalb dieses Bereiches erstmal alles weiter long. Wir können hier, Moment, ich zeichne das mal ein, auch noch so ein bisschen so eine Trendlinie zeichnen, auch wenn ich nicht der Freund so von Trendlinien bin, aber ihr seht, dass so diese Zone hier schon sehr, sehr wichtig ist, auch wenn man jetzt sagt, okay, man betrachtet hier diese Trendlinie nochmal. Und wenn jetzt der Markt anfängt, doch etwas stärker zu schwächeln, also hier dann unter diesem Bereich 940 kommt, dann vielleicht auch diese Trendlinie nach unten durchschreitet, dann werden bei mir die Alarmglocken etwas größer. Bedeutet dann, dass ich nicht abgeneigt bin, dann vielleicht auch noch zu kaufen. Aber definitiv wird es dann defensiver sein. Dann wirklich abwarten, läuft der Markt in die markanten Unterstützungsniveaus rein, die wir aus der vergangenen Handelswoche kennen, die wir aus den letzten ja, Wochen grundsätzlich kennen, bedeutet hier zum Beispiel dieser 890er Bereich, dass ich mir dann hier wieder gegebenenfalls den Trigger suche. Ja, und dieser Bereich, der hat uns auch vergangene Handelswoche eigentlich den schönsten Gewinn auf der Nordseite beschert. Da haben wir wirklich einen Traumtrade kreieren können, auch wenn ich ihn nicht bis
in voller Gänze auf der Long-Seite reiten konnte. Dennoch konnte ich hier wirklich einen schönen Gewinn produzieren. Und dieser Bereich kann natürlich auch nach wie vor nochmals interessant werden hier für Käufe. Das werde ich mir merken. Aber wie gesagt, dazwischen bin ich dann immer so ein bisschen defensiver. Vielleicht sogar, wenn sich Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, dass ich dann in Richtung, wenn sich die Chance-Risiko-Verhältnisse anbieten, in Richtung der entsprechenden Kernunterstützungen in bedeutet 8,90 bzw. 8,40, dann vielleicht sogar schon mal vorsichtig mal so einen Short-Versuch wage. Eigentlich genauso, wie wir es vergangene Handelswoche gemacht haben, weil dort war es teilweise so, vormittags abwärts, dann eben aufwärts. Ja, also das war eben in den letzten Wochen nicht selten der Fall. Und somit kann das in der kommenden Handelswoche gegebenenfalls vielleicht auch wieder sein. Und dann wollen wir dann hier vielleicht so ein bisschen mal Abwärtstrades versuchen. Also ich schließe es nicht aus. Ich will nicht konsequent sagen, nur Long Trades oberhalb von 840 bzw. oberhalb von 940. Ich würde hier auch mal schauen, ab dem Unterschreiten der 49 und dann zusätzlich der Trendlinie hier vielleicht mal zu gucken, ob ich mal den ein oder anderen Short dann auch wage. Läuft der Markt eben unter die 840, da können wir den Pfeil rot etwas stärker machen. Gehen wir quasi unter dieses Doppel oder diesen doppelten Boden hier drunter, dann kann es sein, dass wir relativ zügig erst in das nächste Unterstützungsniveau 675 rutschen. Und das wäre ja schon ein guter Schritt. Das kann durchaus innerhalb eines Handelstages passieren, auch wenn wir vor Ostern sind. Vielleicht sogar, dass eben vor Ostern der ein oder andere nochmal sagt, okay, so ein paar Gewinnmitnahmen jetzt hier vor Ostern, wir wollen einen schönen Urlaub machen. Das kann durchaus passieren und dann kann sich das durchaus auch mit etwas Momentum entladen. Somit habe ich das im Hinterkopf, 840 da so ein bisschen als ja, Linie im Sand. Kommen wir da runter, dann würde ich hier gegebenenfalls auch etwas aggressiver die Abwärtsseite handeln wollen. Vielmehr ist jetzt hier erstmal für den DAX gar nicht zu sagen. Wir schauen uns das natürlich Montag dann im Livestream DAX Long oder Short und am Nachmittag im Livestream US Opening Bell an, was wir hier gegebenenfalls draus machen können, ob eben ein bisschen Bewegung da ist, um dann eben grob diese Analyse, die wir jetzt hier gerade gemacht haben, dann natürlich auch im Live-Handel oder zumindest in den weiteren Analysen dann zu folgen. Blicken wir auf den S&P. Auch hier erstmal der Blick auf den Tageschart. Denn hier ist es relativ eindeutig, dass der Markt stark ist. Und wer hätte es geglaubt? Ich denke, wenn wir hier kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres miteinander gesprochen hätten und wir hätten eine Wette abgeschlossen, wie schnell ist der Markt wieder auf Bewegungshochs bzw. auf Allzeithochs? Ich denke, die wenigsten hätten getippt, dass der Markt das schon dann im April oder fast eben im März oder sogar eben jetzt hier im April realistisch schaffen könnte, dass der Markt diese starke Rallye hier zeigt. Und das hier oben sind die Allzeithochs, nicht höher, also keinen Müh höher war der S&P jemals. Das bedeutet natürlich Stärke, wenn wir jetzt dorthin laufen. Und wir hatten zwischendurch auch im S&P immer mal markante charttechnische Punkte festgelegt, die auch grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert haben, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin, dann könnte wieder eine Konsolidierung eintreffen. Meistens oder nicht selten ist es dann sogar eine komplette Handelswoche, die so ein bisschen konsolidiert oder wenigstens mal so ein paar Tage. Und dann ging der Markt aber immer wieder nach oben. Und vergangene Handelswoche war der Markt extrem stark. Und das war auch vor allem der Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben im DAX, okay, der S&P, der ist so stark. Und der ist die ganze Zeit, im S&P hatten wir für die vergangene Handelswoche den Bereich 2876 als richtungsentscheidend auserkoren. Und da ist der Markt nicht, das war diese Zone, da ist der Markt nicht darunter gekommen. Also er zeigte die komplette Handelswoche Stärke. Wir hatten auch hier etwas Schwäche. Ja, am Anfang, zu Beginn der Handelswoche, hatten auch kurzzeitig, das sieht man im Tageschart gar nicht hier, da der Markt wirklich sehr, sehr stark geöffnet hat am Freitag, hatten wir hier kurzzeitig mal Schwäche im Freitag drin. Das ist ja immer die komplette Handelszeit. Der US-Handel eröffnet um 15.30 Uhr sehr, sehr stark. Wir haben hier dann eben in dieser Kerze ein bisschen die Abwärtsseite handeln können, konnten uns ein bisschen was rausschneiden. Dann hat der Markt aber tatsächlich hier nochmal extreme Stärke gezeigt, ist nochmal auf Bewegungshoch, auf Wochenhoch und in Nähe der Allzeithochs gekommen und hat hier, wie gesagt, eben Stärke, Stärke, Stärke gezeigt. Und wie gesagt, das führte eben auch schlussendlich dazu, dass wir im DAX dann gesagt haben, okay, wir lassen es mit der Abwärtsseite, wir gehen wieder in Richtung Aufwärtsseite. Denn ganz so kann sich der DAX dann eben auch nicht dagegen sträuben, wenn die US-Märkte so stark sind, dass er dann eben auch so ein bisschen nach oben muss. Was bedeutet das jetzt für die kommende Handelswoche? Also grundsätzlich natürlich sind die Allzeithochs in Richtungs- oder in greifbarer Nähe. Ja, die sind hier im Bereich 36, ich meine.
Ist auch völlig egal. Der Bereich hier oben ist natürlich realistisch erreichbar. Auch wenn die vergangene Handelswoche hier jetzt erstmal nicht extrem stark war. Die Wochen zuvor waren dafür umso stärker. Ja, das war, glaube ich, die Woche, die vorletzte Handelswoche. Das war dann hier nochmal die vergangene Handelswoche. Und nur wenn die vergangene Handelswoche jetzt hier nochmal rangesetzt wird, dann sind wir schon, oder wenn wir es hier sehen, braucht man nicht mal das, dann sind wir schon an den Allzeithochs dran. Und ich denke, es ist dann nicht auszuschließen, dass wir diese natürlich auch nach oben durchschreiten können. Wir müssen dann überlegen, wenn wir dort sind, wie wir dann damit umgehen. Bis dahin würde ich erstmal weiterhin die Aufwärtsseite mir anschauen und ich würde hier ausnahmsweise, im DAX haben wir das ja so ein bisschen angepasst, im S&P, dadurch, dass die Schwankung vergangene Handelswoche verhältnismäßig für den S&P nicht ganz so stark war, würde ich es hier dabei belassen, im S&P den 2876er Bereich Pi mal Daumen als richtungsentscheidend zu lassen. Alles, was darüber stattfindet, weiterhin long. Das schauen wir uns jetzt auch gleich auf kleinerer Zeitebene an, gehen hier auch auf den 4-Stunden-Chart runter. Wissen, 36 sind die Allzeithochs, schieben das Bild hier mal so ein bisschen zusammen. So, und hier ist jetzt wirklich, also der Bereich 2876 sollte hier schon als richtungsentscheidend bleiben. Und wir haben dazwischen dann eben diverse Unterstützungsniveaus, die dafür dienlich sein könnten, vielleicht hier noch recht gut in die Aufwärtsseite reinzukommen. Wir lassen das hier, die Vorwochentiefs, im DAX haben wir das so ein bisschen angepasst. Wir haben zwar hier noch so ein schönes Unterstützungsniveau, aber das sollte hier im S&P zum Beispiel als auch ein Kaufsignal gar nicht so uninteressant sein. Also wenn wir hier so leichte Konsolidierungen sehen, ja, dass der vielleicht dann eben in diesem Bereich um die Marke so 95 Pi mal Daumen dann eben hier den Long Trigger vielleicht sehen, beziehungsweise wenn hier selbst noch mal ein bisschen mehr Schwäche reinkommt, dass wir dann in dem Bereich 76 hier die Long-Seite versuchen noch mal zu erwischen. Ich würde auch nach wie vor allerdings das eben dann nur in der Kernhandelszeit, also ab 15.30 Uhr, schon durchaus auch im S&P so ein bisschen die etwas stärkeren, etwas aggressiveren Long-Trigger suchen. Müssen wir mal schauen, denn wie gesagt, der S&P und die US-Märkte laufen durch. Die kennen keine Osterfeiertage, da läuft der Markt fünf Tage kommende Woche, fünf Tage übernächste Handelswoche. Also hier werden wir keine Pause finden und somit ist es hier durchaus denkbar, dass einfach der S&P seine aktuelle Aufwärtsreise weiter fortsetzt. Allerdings auch hier der große Gefahrenpunkt, wenn das nicht so ist und man muss es logischerweise ja immer mit einplanen, wenn eben die erstmal angedachte Stärke, was der Markt auch bis dato eben ganz sauber zeigt, das bisschen nach unten, das ist hier wirklich nicht nennenswert, aber wenn natürlich doch mal ein paar mehr schwarze Balken kommen in Richtung Süden, und der Markt eben nicht nennenswert an der 95 hält, nicht nennenswert an der 76 oder 76,50 hält, dann kann es auch hier sein, dass wir etwas stärker nach unten kommen. Und umso stärker wir weiter nach oben laufen, umso wahrscheinlicher wird es, dass natürlich irgendwann mal eine Konsolidierung eintrifft. Wir wollen gar nicht so extrem immer darauf setzen. Wir hatten hier eben die Möglichkeit, im vergangenen Handelswoche halt am Anfang zumindest der Handelswoche so ein bisschen in Richtung Short zu gehen. Ja, aber der Markt zeigt, also richtig will er nicht nach unten. Aber ich denke, wenn hier richtungsentscheidende Bereiche nach unten durchschritten werden, das liegt einfach in der Natur der Sache. Umso länger eine Aufwärtsbewegung läuft, ja, und grundsätzlich schaut euch das an, Ende vergangenen Jahres oder grundsätzlich auch das komplette 2019er Jahr bis jetzt, was hier so passiert ist. Wenn hier mal so der Domino-Effekt anfängt, also wenn der eine anfängt mal, oder der eine größere vielleicht mal anfängt, so ein bisschen zu verkaufen, dann geht das schnell eben mal ein bisschen gravierender nach unten. Das bedeutet übergeordnet ja nicht, dass es jetzt auf einmal eine extreme Trendwende gibt, aber das bedeutet für uns, dass wir dann zum Beispiel solch eine Phase bekommen oder so eine Phase bekommen, wo wir dann eben auch mal sagen können, okay, wir setzen mal etwas kurzfristiger auf die Abwärtsseite. Das muss man aktuell immer im Hinterkopf haben, aber erst, wenn der Markt eben bestimmte Bereiche nach unten durchschreitet. Solange das nicht passiert, sind wir weiter long tendieren. Und das bleibt und ist im S&P so. Und wir können hier auch nochmal auf den Stundenchart gehen. Aber ich denke, hier brauchen wir gar nicht so viel einzeichnen. Wir haben die nächsten Bereiche auf der Long-Seite auf dem Schirm. Wir wissen, im Bereich 36 Pi mal Daumen kommen die Allzeithochs. Das ist erstmal, wir haben hier sogar bei 34,60 so einen Widerstand drin liegen, so etwas darüber sind die Allzeithochs. Das sind die nächsten Punkte, 2920, 2934-36, das sind realistisch zu erreichende Ziele.
Leichte Rücksetzer wären hier interessant für Käufer. Das können wir hier nochmal einzeichnen. Also in etwa zum Beispiel das Unterstützungsniveau 95. Auch hier zwischen kommt nochmal so ein kleines Unterstützungsniveau. Müssen wir mal schauen. Beziehungsweise dann richtungsentscheidend der Bereich um die Marke 76. Leichte Rücksetzer wären interessant für Käufer. Und wenn wir uns das charttechnisch mal so ein bisschen anschauen, selbst wenn wir direkt weiterlaufen, vielleicht an die 20 ran, nochmal ein Rücksetzer in diese Niveaus, dann vielleicht nach oben, nochmal ein Rücksetzer an das Niveau und dann nach oben. Sowas, ja, in der Art könnte es aussehen. Und was ich eben immer versuchen möchte zu handeln, egal wie das ganze Bild aussieht, abwarten, dass der Markt ein bisschen Rücksetzer zeigt, um dann an entsprechenden Unterstützungsniveaus entweder aggressiv zu kaufen oder eben dann entsprechend auf einen Trigger zu warten, um dann eben die prozyklische Aufwärtsseite anzugehen. Beziehungsweise wenn wir unter die 76,20, 76,00 kommen, dass wir dann sagen, okay, hier kann es dann mal etwas aggressiver abwärts gehen und hier laufen wir vielleicht dann relativ zügig in Richtung 28,45, beziehungsweise wir haben hier unten dann auch noch diverse offene Gaps, dass wir dann hier in das Unterstützungsniveau 2825 laufen könnten. Werden wir natürlich auch in den Livestreams uns anschauen. Das behalten wir so im Hinterkopf, diese Gedanken, und wir werden sehen, wie wir da in der vergangenen Handelswoche, dann daraus etwas Profit ziehen. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Ich denke, im Euro-US-Dollar können wir das wieder etwas kurz fassen. Da war der Gedanke, wir haben es ja am Montag im DAX Long oder Short versucht, so ein bisschen kurzfristig zu betrachten, aber da war eigentlich schon zu Beginn der Handelswoche die Kernmesse gesungen im Euro-US-Dollar, denn wir sind hier in der vorletzten Handelswoche. Wir müssen ja hier mal so ein bisschen beide Wochen, die vergangenen Handelswochen, so ein bisschen uns anschauen. Wir hatten in der vorletzten Handelswoche bis auf einen kleinen Ausreißer zum, ja, in der Mitte dieser Handelswoche, sind wir hier in einer extrem engen Range von etwa 50 Ticks gelaufen. Der Gedanke war, dass der Markt sich auf der Nord- oder auf der Südseite hier per Breakout meldet, um dann eben, klar, wenn der Markt nach oben rausgeht, die Long-Seite zu favorisieren, beziehungsweise wenn der Markt nach unten rausgegangen wäre, dann entsprechend die Short-Seite, wohlgemerkt die prozyklische Short-Seite, zu favorisieren. Was hat der Markt gemacht? Der Markt ist auf der Long-Seite rausgegangen, allerdings hier schon sehr, sehr früh, auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh, führte dazu, dass wir hier erstmal ein bisschen konservativerer waren, erstmal noch nicht mit dabei waren, dann kam hier nochmal der Retest, dann ging der Markt entsprechend weiter nach oben, also er zeigte hier wirklich diverse Chancen auf der Long-Seite, aber nach wie vor extrem choppy. Was bedeutet choppy? Dass der Markt eben immer überproportional doll dann nochmal nach unten kommt. Dann geht er wieder nach oben, zieht doch nochmal relativ stark nach unten ab, um dann eben wieder nach oben zu laufen. Also es handelt, man kann den Euro-US-Dollar aktuell wirklich recht schwierig nur handeln und man muss hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wo steigt man ein? Wo packt man den Stop hin? Um eben nicht sinnlos immer wieder ausgestoppt zu werden. Aber der Markt entschied sich nun mal jetzt für die Long-Seite und jetzt kann es durchaus sein, wir schauen uns das mal auf dem großen Bild an. Wir schauen uns mal diese ganze Schwankungsamplitude an. Und man muss, ich hatte ja gesagt, man muss in den Märkten jetzt aktuell so ein wenig wie sich wirklich jeweils die großen Bilder anschauen. Schauen wir uns das mal an. Der Markt hier grundlegend abwärts, hier mal kurzes Übertreiben nach oben, charttechnisch ein bisschen unsauber und sind jetzt hier wieder in so einer Erholungsphase drin. Wenn wir uns diese letzten Amplituden hier des Euro-US-Dollars mal anschauen, dann sind wir grundsätzlich erstmal schon irgendwie abwärts tendieren. Das ist, denke ich, jedem klar. Und wir sehen auch, dass diese Erholungsphasen immer verhältnismäßig stark waren im Verhältnis zu den vorherigen Abwärtsbewegungen. Sogar hier an dieser Stelle eben mal diese alten Hochs wieder überschritten worden sind, um dann wieder auf die Abwärtsseite zu gehen. Hier unten dann allerdings eben keine neuen Tiefs. Also charttechnisch halt choppy. Da kann man kein Lehrbuch nehmen, daneben legen und blättern und sagen, okay, fallende Hochs, fallende Tiefs, abwärts. Ja? Das ist sehr, sehr durcheinander, sehr, sehr verschachtelte Trendbewegungen und das sollte auch höchstwahrscheinlich in Zukunft erstmal nach wie vor im Euro-US-Dollar so in diesem Maße im Hinterkopf behalten werden. Das haben wir uns in den Livestreams schon x-mal jetzt angeschaut und haben auch bis dato immer wieder gesagt, da hat sich nichts geändert. Was da erstmal grundsätzlich bedeutet, dass der Markt natürlich hier erstmal, wir sind jetzt wieder aufwärts, ja, wir haben in der vergangenen Handelswoche Stärke gesehen, aufwärts, dass wir hier so ein bisschen stärker nach oben laufen können. Durchaus interessant in den Bereich, vielleicht sogar 13, wobei, wenn ich mir das anschaue, doch 13,75, das können wir auch gleich als Zone dann nochmal so reinschreiben, wäre hier durchaus denkbar, um dann aber vielleicht wieder die Abwärtsseite aufzunehmen. Und das würde ja in diesem Maße sogar ins Bild passen. Ja, wenn ich diese Bewegung, also da ist es wirklich sehr, sehr wirr. Somit würde ich erstmal vorsichtig zum Beginn der Handelswoche mich auf die Aufwärtsseite konzentrieren. Wenn sich ein defensives Setup für Käufe bietet, würde ich es gegebenenfalls handeln.
Aber mit defensiven Zielen, wie gesagt, der Bereich um die Marke 13,75, das können wir gleich mal einzeichnen. Das wäre vielleicht so ein realistisch zu erreichender Bereich, wobei man auch hier sagen muss, der Markt ist aktuell so unvolatil, dass man fast eigentlich mit kleineren Zielen arbeiten sollte. Wir gehen mal auf den Stundenchart, schieben das mal ein bisschen zusammen. Und ich zeichne mal den Bereich 75 ein, den ich hier meine. Moment, das machen wir direkt im Chart. Das ist dann hier so diese Zone in etwa. Ja. Der Bereich, auf den würde ich mich jetzt auf der Long-Seite gegebenenfalls konzentrieren wollen. Also wenn der Markt anfängt hier, oder nicht anfängt, sondern weiter in irgendeiner Art und Weise diese Amplitude steigender Hochs, steigender Tiefs hier irgendwie zu zeigen, und der ist gerade in so einer Konsolidierung, vielleicht geht die noch ein kleines Stückchen runter, hier auf diese Hochs rauf, um dann hier einen Trigger vielleicht für die Long-Seite zu sehen, dann wäre hier der Bereich um die Marke 13,30, den kennen wir aus der Vergangenheit als sehr, sehr wichtig, und dann als nächster Schritt in den Bereich 13,75. Das wäre für die komplette Handelswoche wohlgemerkt. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die direkt am Montag abgearbeitet werden könnte, sondern da würde ich wirklich nach wie vor im Swing-Trading-Bereich eher bleiben. Führt zum einen dazu, dass man die Aggressivität der Trades sowieso etwas zurückfährt oder stark zurückfährt. Somit vielleicht die ein oder zwei Trades in der kompletten Handelswoche macht. Und wir haben hier aktuell im Euro-US-Dollar den einen oder anderen Gewinner, wir haben den einen oder anderen Verlierer. Also wirklich ziehen wir hier kein Geld raus. Aber natürlich versucht man es immer wieder und irgendwann wird sich auch der Euro-US-Dollar wieder von seiner besseren Seite zeigen. Das wäre auf jeden Fall jetzt hier erstmal grundsätzlich ein Gedanke, den ich so vorsichtig hätte. Und jetzt müssen wir hier unten uns die Südseite nochmal anschauen. Ich zeichne das mal so ein bisschen grob ein. Ja. Das, so diese rote Amplitude, die ich jetzt hier gerade eingezeichnet habe, wenn diese in irgendeiner Art und Weise vorsichtig nach unten durchschritten wird, sprich bedeutet, wenn wir hier dieses Unterstützungsniveau in etwa 1,1285 nach unten durchschreiten, erstmal in den Bereich 1,1263, 1,1264 hier unten reinlaufen, das wären schon so die ersten Punkte, wo ich sage, okay, jetzt kann man hier mal schauen, ob man gegebenenfalls anfängt, die Abwärtsseite zu handeln wieder oder an die Abwärtsseite zu denken und dann ab dem Bereich 1,1264, 1,1263 würde ich dann eben etwas mehr wieder auf die Abwärtsseite schauen wollen, die mir eh etwas lieber ist. Da wir übergeordnet nach wie vor, wenn auch unsauber abwärts tendieren sind, würde ich mich dann hier auf die Short-Seite konzentrieren, entweder in Richtung dieses Zwischentiefs hier, das ist nicht so weit weg, das ist so in etwa dieser 12,30er Bereich, ja, der Vorwoche, da haben wir mal kurz Momentum auf der Abwärtsseite aufgebaut, um dann direkt wieder zu steigen. Also dieser Bereich wäre hier interessant, beziehungsweise hier der Schlusskurs der vorletzten Handelswoche, gleichzeitig der Öffnungskurs der letzten Handelswoche. Das ist so die Zone um in etwa 1,1220. Den würde ich mal auf der Abwärtsseite, den würde ich auch im Chart mal einzeichnen, diesen Bereich hier auf der Short-Seite, dass dieser gegebenenfalls realistisch erreichbar ist. Allerdings, wie gesagt, unter 1,1264. Also das sind jeweils nicht so große Bereiche, die der Markt hier abbildet, aber das führt auch dazu, oder ist grundsätzlich so, dass eben auch der Euro-US-Dollar tagesschwankungsmäßig hier irgendwo bei 40, 50 Ticks rangiert und in der Woche auch eben sehr, sehr gering aktuell sich zeigt. Von daher natürlich auch geringe Zielbereiche. Also das jetzt hier mal grob der Überlegungspunkt des Euro-US-Dollars für die kommende Handelswoche. Und dann kommen wir zu unserem Gold. Gold hat mir in der vergangenen Handelswoche nicht den Gefallen getan, zumindest nicht an den Punkten, wo ich es gern gehabt hätte, zu fallen, sondern der Markt ging erst doch nochmal ganz knapp über die 13,05 drüber, um dann eben das Momentum auf der Abwärtsseite zu sehen. Und schlussendlich ist vom Schlusskurs vorletzter Handelswoche bis zum Schlusskurs der letzten Handelswoche eigentlich gar nichts passiert. Denn die Schlusskurse, die sind annähernd gleich, sprich, wir können jetzt den Gedanken der letzten Woche oder des letzten Wochenendes, was wir leider nicht als Video haben, heute nochmal besprechen. Denn wir haben hier interessante Bereiche und wir haben auch hier, ich denke, recht interessantes Potenzial für Abwärtsbewegungen. Dieses Szenario ist schon mittlerweile 2 Wochen alt. Der Kerngedanke ist, wir hatten hier eine Schiebezone, Moment, das sollte jetzt ein Viereck werden. Wir hatten in der Vergangenheit diverse Schiebezonen. Das war hier einmal so eine Schiebezone, dann hatten wir hier so eine Schiebezone und dann hatten wir jetzt hier über
Ja, doch schon auch nochmal grob so eine Schiebezone. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sind das jeweils hier dieses größere Viereck, das sind fast 2 Wochen. Diese zwei kleinen Vierecke links, das ist jeweils in etwa eine Woche, wo wirklich der Markt in kleinen Areas sich aufgehalten hat. Die sind jetzt zwar in diesem Fall leicht steigend, das hat jetzt nichts zu sagen. Grundsätzlich hat man hier eben einen Bereich, der Pi mal Daumen fast alle verbindet und das ist so in etwa diese Zone. Ja, diese für mich doch recht interessant ist und vor allem dieses Unterstützungsniveau um die Marke 1282, 1283. Es ist nicht auszuschließen. Schaut euch mal die Bewegung vorher an. Nehmen wir mal uns Orange. Schauen uns das, haben wir jetzt einen Pfeil. Moment, machen wir nochmal einen Pfeil draus. Der Markt ist hier sehr, sehr sauber aufwärts tendierend gewesen. Ja, erinnert euch eben im September vergangenen Jahres, Oktober. Also wir hatten ja wirklich dann irgendwann diese Schiebezone und dann ging diese Aufwärtsamplitude im November, Dezember los, auch im Januar oder Anfang diesen Jahres haben wir ja dann eben nochmal die Aufwärtsseite immer wieder gesehen im Gold, bevor dann eben doch die Abwärtsseite ein bisschen die Überhand gewann, eben für wichtige Punkte durchschritten wurden und wir dann anfingen zu fallen. Ich denke, es ist nicht auszuschließen, dass dieses Momentum, was Gold in den letzten Wochen jetzt hier auf der Abwärtsseite immer schon mal gesehen hat. Schaut euch hier das an, schaut euch das hier an und sogar jetzt eben in der letzten Handelswoche erstmal der Beginn, ja, solch Abwärtsbewegung, wenn man sich hier mal sogar so, die kann man sogar so recht sauber eine Trendlinie zeichnen. Ich denke, dass es nicht ausgeschlossen ist, wenn der Markt dieses Unterstützungsniveau, was ich hier unten blau eingezeichnet habe, nach unten durchschreitet, dass hier das nächste Kernunterstützungsniveau 1263 relativ schnell und zügig erreicht werden könnte. Können wir mal einen dicken Pfeil machen. Also hier unten massiv oder aggressiver Short. Das ist so mein Kerngedanke. Jetzt sind wir allerdings noch lange nicht dort. Und ich bin auch in Gold nach wie vor eben lieber jetzt ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ideal wäre, wenn wir hier runterlaufen. Ich habe es dann auch ja hier unten schon mal sehr, sehr aggressiv versucht. Ich würde hier unten schon diesen Break nach unten antizipieren. Sprich, wenn wir hier in Richtung 83 kommen würden im Gold, wäre mein Gedanke, hier unten mir Szenarien zu suchen, um erneute Short Trades einzugehen. Bleiben wir allerdings darüber, wird es halt wirklich interessant, schafft der Markt überhaupt dieses Abwärtsszenario? Ich zeichne nochmal jetzt hier dieses Dreieck ein, was sich jetzt aktuell hier eigentlich gerade ausbaut. Ja, untere Grenze ist so in etwa diese 82,30, 82,40 und dann diese eben schon mal eingezeichnete Trendlinie hier auf der Oberseite. So, die Long-Seite darf man auch nicht vergessen. Auch wenn ich wirklich short eingestellt bin und ich würde ganz gerne die Short-Seite handeln, wenn sich der Goldpreis hier wieder nach oben entwickelt und dann sich eben über gleichzeitig den Bereich 13,05, der sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr wichtig ist auch für uns, wenn dieser nach oben durchschritten wird, dann ist es hier, denke ich, nicht ausgeschlossen, dass sich der Goldpreis wieder der Aufwärtsseite widmet. Somit werden wir oberhalb von 13,05, wenn der Markt dort wieder hinkommt, dann auch unseren Abwärtsgedanken erstmal ad acta legen, uns wieder der Aufwärtsseite widmen. Erst wenn der Markt dann doch wieder fällt, werden wir uns dieses Abwärtsszenario wieder rausholen. Bleiben wir unter 13,05, fangen wir an, eben hier nach unten weiter zu rutschen oder eben überhaupt weiter zu fallen, relativ zügig. Dann würde ich mir auch relativ zügig hier unten in diesem Bereich dann dieses genannte Abwärtsszenario schnappen, um dann eben auf diesen ja, angedachten Initial-Abwärts-Move zu setzen. Also das sind so die Gedanken, die ich jetzt erstmal für die kommende Handelswoche im Gold habe, auch etwas konservativer. Ich persönlich werde am Freitag und Montag nicht handeln. Eventuell machen wir trotzdem zwar einen Livestream, da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht die US-Opening-Bell dann eben machen, je nachdem muss ich mal gucken. Oder vielleicht sogar DAX Long oder Short, auch wenn es keinen DAX gibt. Aber dass wir wenigstens uns vielleicht einmal am Freitag und am Montag hören, um kurz auszuwerten, was die Märkte machen. Wir werden natürlich am Wochenende, werde ich auch eine Trading-Wochenanalyse hochladen, um in eben die ersten 4/5 Handelstage hier der Woche so ein wenig auszuwerten. Und dann müssen wir mal schauen, was der Markt hier schafft, was der Markt kann in der verkürzten Handelswoche oder in den zwei verkürzten Handelswochen jetzt sogar. In dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, jetzt haben wir schon bereits 22.30 Uhr, dass wir uns natürlich morgen früh im DAX Long oder Short im Livestream oder im Livestream US Opening am Nachmittag natürlich hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis morgen in alter Frische. Euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.